soll das? Was soll der Zirkus? Es ist, weil ich diese beiden verliebten Vögel dort auf dem Baum nicht mehr sehen will. Es ärgert mich. Ich habe geschworen, mich nicht mehr zu verlieben. Aber jedes Mal, wenn ich Verliebte sehe, spüre ich den starken Drang, meinen Schwur zu brechen. Ich fühle mich dann fast wieder wie versöhnt mit diesen schrecklichen Frauen. Emil, lieber Harlekin, glaubst du, mir geht es anders als dir? Ich denke daran, dass es Frauen auf dieser Welt gibt, dass sie liebenswert sind. Und diese Erinnerung hier geht nicht ohne Erregung dort. Aber genau diese Erregung dort macht mich unerschütterlich in meinem Entschluss, niemals wieder etwas mit Frauen zu tun haben zu wollen. Oh, wissen Sie, bei mir wirkt das ganz anders. Jedes Mal, wenn diese Erregung dort mich überkommt, beginnt mein Entschluss zu wanken. Naja, du bist ein wenig grob, aber du hast einen gesunden Menschenverstand und deshalb kann ich dich gut leiden. Die Untreue deiner Geliebten hat dich enttäuscht. Der Verrat meiner Geliebten hat mich enttäuscht. Du hast mich auf meinem Rückzug begleitet und ich mag dich, weil wir beide das Gleiche durchgemacht haben. Ach, wissen Sie, ich will auch keine Frau mehr sehen. Genauso wie Sie. Ich dachte, ich müsste sterben nach Margots Untreue. Ich liebe sie nicht mehr. Nein. Aber manchmal, da geht mir ihre süße kleine Nase nicht aus dem Kopf. Und wenn ich dann versuche, nicht an sie zu denken, ist es noch schlimmer, weil ich dann an all die anderen Frauen denken muss. Und dann diese ganz besondere Erregung, von der Sie vorhin sprachen. Sie kommt dann, um mich zu quälen. Ich renne und singe und springe und tanze. Aber es ist alles nicht. Ich bin in großer Gefahr. Deshalb verraten Sie mir, was ich tun kann, um stark zu werden. Wenn ich so schwach bin. Dieser arme Junge tut mir leid. Ah, betrügerisches Geschlecht. Quäle die, die zu dir kommen. Aber lass in Ruhe die, die vor dir fliehen. Das stimmt! Warum tust du denen weh, die dir nichts antun? Wenn mir jemand seine Liebe zu einer liebenswerten Frau preist, dann glaube ich, einen Wahnsinnigen vor mir zu haben, der eine Giftschlange rühmt, sie für charmant hält und der sich dann auch noch gleich freut, dass er von ihr gebissen wird. Pfui! Daran kann man sterben. Amen, lieber Freund. Die Giftschlange bringt einen nur um das Leben. Aber Frauen, ihr beraubt uns unserer selbst und lasst uns dann einfach weiterleben. Und in welchem Zustand sind wir Männer danach? Wie arme Irren. Verwirrte Männer. Vor Schmerz oder vor Freude berauscht. Immer in Verzückung. Mit einem Wort, Sklaven. Und wem gehören diese Sklaven? Den Frauen. Und was ist eine Frau? Um sie zu definieren, müsste man sie kennen. Wir können heute mit der Erklärung beginnen. Ich behaupte aber, dass wir das Ende der Erklärung nicht vor dem Ende der Welt sehen werden. Ja. Ja. Aber dennoch ist es ein schönes kleines Tierchen, so eine Frau. Ein schönes kleines Kätzchen. Schade nur, dass es so viele Krallen hat. Ja, du hast recht, schade. Welche Anmut und welche Vielfalt in der Anmut. Eine Kreatur zum Anbeißen. Seht nur, wie sie sich zurechtmachen. Diese schmalen Röcke, diese zarten Blusen, diese Haare, diese Hüte und all diese extravaganten Modedinge. Wenn eine Frau sich hübschmodisch anzieht, ist es, als wenn die Liebe und die Anmut persönlich sie gekleidet hätten. Es ist, als wenn sie geistreich wäre bis zur Fingerspitze. Ist das nicht seltsam? Oh, das stimmt. Kein Buch ist so geistreich wie eine Frau mit Korsett und kleinen Seidenpantöffelchen. Welche liebenswerte Unordnung der Ideen im Kopf. Welcher Witz, welche Ausdrücke, welche Naivität. Der Mann besitzt einen gesunden Menschenverstand. Die Frau besitzt Geist. Ah, Monsieur, ich kann mich noch so gut daran erinnern. Margot war so anmutig
als sie die Dumme spielte. Aber sie schildern die Frau ja so, dass man direkt wieder Lust auf sie bekommt. Dummkopf! Habe ich dir denn nicht gesagt, dass die Frau liebenswert ist, dass ihr Herz zart ist und dass sie geistreich sei? Ja, ja. Ist das alles nicht sehr hübsch? Nein, das alles ist entsetzlich. Sie scherzen wohl. Nein! Es sind die Instrumente unserer Qual. Mein armer Freund, stell dir einen Weg vor und unterwegs findest du zunächst einen Haufen Geld. Etwas weiter dann stößt du auf Gold. Und noch etwas weiter des Wegs findest du Perlen. Perlen. Aber nun stell dir vor, dieser Weg führt dich geradewegs in die Höhle eines Tigers. Würdest du nicht dieses Geld, dieses Gold und diese wunderbaren Perlen hassen? Ich bin doch nicht wählerisch. Ich würde das sehr gut finden. Nur den hässlichen Tiger, den würde ich allerdings nicht wollen. Ich würde mir aber rasch einiges von dem Geld in meine Tasche stecken, den Rest liegen lassen und dann ganz schnell verschwinden. Gut, gut. Nun stell dir aber vor, du weißt nicht, dass am Ende dieser Tiger wartet. Nach dem ersten eingesteckten Goldstück wirst du bestimmt noch den ganzen Rest haben wollen. Eieieiei, was für ein dummer Schatz. Naja. Dann soll der Schatz eben zum Teufel gehen. Und das Biest auch. Mein Junge, dieses Geld, was du zunächst auf deinem Weg findest, das ist die Schönheit, die Vorzüge einer Frau, die dich aufhalten. Das Gold, das du danach findest, das sind die Hoffnungen, die sie in dir weckt. Und die Perlen, die sind ihr Herz, das sie dir schenkt. Eieiei, Vorsicht, das Biest! Der Tiger erscheint endlich nach den Perlen. Und dieser Tiger ist ein hinterlistiger Charakterzug, tief versteckt in der Seele deiner Geliebten. Er zeigt sich, er entreißt dir ihr Herz, er zerreißt dein Herz. Adieu, Vergnügen. Und du fühlst dich danach genauso erbärmlich, wie du dich vorher glücklich gefühlt hast. Genau so ein Biest hat Margot auch auf mich losgelassen. Nur weil ich ihr Geld, ihr Gold und ihre Perlen geliebt habe. Wirst du sie noch lieben? Oh weh, Monsieur. Ich dachte nicht an diesen Teufel, der auf mich lauerte. Wer nicht studiert hat, der sieht nicht weiter als bis zu seiner Nasenspitze. Wenn du doch einmal in die Versuchung kommen solltest, Frauen sehen zu wollen, erinnere dich immer an den Tiger und betrachte die Regungen deines Herzens als eine fatale Lust, die dich ins Verderben stürzen wird. Abgemacht. Ab heute verzichte ich auf alle Frauenschätze dieser Welt. Und um mich in meinem Beschluss zu bestärken, muss ich jetzt unbedingt einen darauf trinken. Thank you.
Julius. Wie schön, dass Sie da sind. Haben Sie alles arrangiert? Ist mein Sohn fertig und wird er gleich auf Ihr Zeichen von dieser Seite hier hereinkommen? Ja, Madame, genau von hier, wie Sie es wünschen. Es wird eine Überraschung sein. Sie sagen es, Blasius, Sie sagen es. Mein Sohn, Perdikan, gestern erst 21 Jahre alt geworden und schon Doktor der Universität mit Auszeichnungen. Mit 4 Auszeichnungen, Madame. Wiederholen Sie noch einmal für mich, welche Auszeichnungen er verdient hat. Es ist wie Musik in meinen Ohren. Aber gern, Madame. Doktor in Literatur. Philosophie. Philosophie. Kirchenrecht. Kirchenrecht. Und Jura. Jura. Sie haben meinen Sohn gut, sehr gut geführt, Blasius. Ah, Dampfisch. Haben Sie alles auch arrangiert? Ist meine Nichte auch gleich fertig? Ja, Madame. Wie Sie es wünschen. Ihre Nichte Camille wird gleich auf mein Zeichen von dieser Seite hier reinkommen. Die gute Camille. Gestern erst 18 Jahre alt geworden und sie hat die beste Erziehung im besten Kloster Frankreichs genossen. Im allerbesten Kloster von Frankreich, Madame. Und wenn ich hinzufügen darf, sie ist die allerbeste Christin des Klosters. Die Erziehung der beiden hat mich auch genug gekostet. 6000 Likül. Aber jetzt wird sich die Mühe lohnen. Mit meiner Absicht, meinen Sohn mit meiner Nichte zu verheiraten, erfüllt sich ein von mir lang gehegter Wunsch. Sie werden ein gutes Paar abgeben. Ich bin sehr darauf gespannt, wie Sie sich begegnen werden, was Sie sich sagen werden. 6000 Likül sind keine Bagatelle. Ich sehe Sie noch als Kinder vor meinen Augen. Wie lieb und zärtlich haben Sie miteinander gespielt. Was machst du, meine Tochter, vor dir?
Kind. Sie ist dein Urahn. Oder besser gesagt, die Schwester deiner Urahn. Denn die gnädige Dame hat, außer durch Gebete, nur wenig zur Vermehrung der Familie beigetragen. Sie war eine sehr fromme Frau. Oh ja, eine Heilige. Das ist meine Großtante Isabel. Schau, wie gut ihr dieses religiöse Kostüm steht. Was treibst du da, mein Junge, vor diesem Blumentopf? Ist das nicht eine schöne Blume, Mutter? Es ist eine Heliotrope. Schätzt du, die ist doch nicht größer als eine Fliege. Diese kleine Blume, die, wie du sagst, so groß wie eine Fliege ist, hat schon ihren Preis. Aber gewiss, gewiss, die Doktor hat recht. Sagen Sie, welche Art und welche Gattung das Blume angehört. Sagen Sie, was für ein Mensch besteht, vor ihren Vorschlag. Er wird Sie mit allen Details über dieses Gewächs entzücken. Von der Wurzel bis zur Blüte. So viel weiß ich doch nicht. Ich finde, dass sie wunderbar duftet. Hast du mich vorhin nicht
Sachen zu sagen? Es gibt da gewisse Ausdrücke, die ich also wissen, ich hätte schon lassen. Sie sind eine blöde Gansblüte. Ich weiß nicht, was ich von Ihnen halten soll. Shit. Sprudelt noch.
Menschen ist wie ein Gesang. Eine Märchenwelt voll Wunder, wie ein Kindertraum. Und ich bin hier daheim. Meine Welt war groß, unendlich, jeder Sommer lang. Wind, schön und klar, komm zu mir. Sommerwind,
Patty! Mein Herr, Rosette, lass doch die Höflichkeit. Ich bin immer noch Perdikan. Gib mir schnell deine Hand. Und diese Wange dort, um sie zu küssen. Ja, mein Herr. Bist du verheiratet, Kleine? Man sagte mir, du wärst es. Oh nein. Aber warum? Es gibt im ganzen Dorf kein hübscheres Mädchen als dich. Wir werden dich verheiraten, mein Kind. Mein Herr, sie will ledig bleiben. Stimmt das, Rosette? Oh nein. Deine Schwester Camille ist angekommen. Hast du sie schon gesehen? Sie ist noch nicht hierher gekommen. Geh schnell dein neuestes Kleid anziehen und komm zum Essen ins Schloss. Leider, leider. Ich kann mich aber nicht ändern. Heißt es also, dass Sie diese Heirat unmöglich machen werden? Ich wiederhole, ich möchte nichts lieber als Camille heiraten. Gehen Sie zu meiner Mutter und sagen Sie ihr das. Herr, ich gehe jetzt lieber. Hier kommt Ihre Cousine. Schon auf, Cousine? Also, ich bleibe dabei. Du bist so schön wie ein Herz.
Pelikan, wir müssen jetzt vernünftig reden. Deine Mutter will uns verheiraten. Ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber ich glaube, es wäre richtig, wenn ich dir jetzt sage, was ich will. Schade für mich, wenn ich dir nicht gefalle. Du gefällst mir nicht weniger als ein anderer. Ich will aber nicht heiraten. Das ist nichts, woran dein Stolz leiden müsste. Ich bin nicht stolz. Ich bin hierher gekommen, um mein Erbe in Empfang zu nehmen. Morgen werde ich zurück ins Kloster gehen. Du bist wenigstens ehrlich. Camille, gib mir deine Hand und lass uns Freunde sein. Ich habe Berührung nicht so gern. Camille, gib mir deine Hand, bitte. Was befürchtest du von mir? Du willst mich nicht heiraten? Gut, heiraten wir eben nicht. Ist das denn ein Grund, einander zu hassen? Sind wir denn nicht wie Bruder und Schwester? Als deine Mutter in ihrem Testament unsere Hochzeit wünschte, wollte sie, dass unsere Freundschaft ewig werde. Wozu sollten wir heiraten? Hier ist deine Hand und hier ist meine. Glaubst du, dass wir einen Priester brauchen, um bis zu unserem letzten Atemzug vereint zu bleiben? Wir brauchen nur Gott. Ich bin erleichtert, dass meine Zurückweisung hier nichts ausmacht. Es ist mir nicht egal, Camille. Deine Liebe hätte mir das Leben gegeben. Aber deine Freundschaft wird mich trösten. Verlass noch nicht morgen das Schloss. Gestern wolltest du nicht mit mir im Garten spazieren gehen, weil du einen unerwünschten Ehemann in mir gesehen hast. Bleib noch ein paar Tage hier und lass mich hoffen, dass unser vergangenes Leben in deinem Herzen noch nicht gestorben ist. Ich muss gehen. Warum? Es ist mein Geheimnis. Liebst du vielleicht einen anderen? Nein, aber ich will gehen. Unwiderruflich? Ja, unwiderruflich. Na dann, adieu. Ich wollte mit dir unter den Kastanienbäumen sitzen und mit dir plaudern. Aber wenn es dir nicht gefällt, reden wir nicht mehr davon. Adieu, mein Kind. Ist mit mir.
ein Kind. Nichts ist geschehen. Der Wind ist nur der Wind. Er ist es nicht wert. Nur ein Kind spielt mit mir. Und ich will immer mehr. Bin ich auch so wie die anderen? Nein, ich muss fortgehen. Du möchtest mich sehen? Was möchtest du? Komm etwas näher, dass ich dich anschaue. Wie du möchtest. Du siehst sehr hübsch aus heute. Das weiß ich schon selber. Aber was möchtest du? Entferne diesen Schönheitsfleck da. Oh nein, das verbietet mir mein Spiegel. Doch, es ist notwendig, sage ich dir. Welcher Aufstand? Was hat dir mein Fleck getan? Ich habe meine Gründe. Lisette, du bist hübsch und wohlgeformt. Das sagen viele. Es gefällt dir zu gefallen. Meine Schwäche. Würde es dir gelingen, auf eine naive und bescheidene Art in jemandem eine zarte Zuneigung für dich zu erwecken? Ihn glauben zu lassen, du hättest etwas für ihn übrig. Und das Ganze für einen guten Zweck. Ich komme zurück zu meinem Schönheitsfleck. Er erscheint mir notwendig für das, was du mir vorschlägst. Kannst du deinen Schönheitsfleck endlich vergessen? Nein, er ist nicht dafür notwendig. Es geht um einen einfachen Mann. Jemanden vom Dorf, ohne Erfahrung. Einer, der glaubt, dass wir Frauen so bescheiden sein sollten, wie die Frauen in seinem Dorf. Oh, die Bescheidenheit dieser Frauen ist nicht so wie unsere. Wir haben Umstände, die sie skandalös finden würden. Also, vergiss deinen Schönheitsfleck und konzentriere dich auf dein Benehmen. Was ich von dir wissen will, ist, ob du weißt, wie du dich benehmen solltest. Sag mir, was wirst du ihm sagen? Also, ich würde ihm sagen, was würdest du ihm sagen? Hör mich an. Zuerst, keine Koketterie. Man sieht in deiner Haltung zum Beispiel die Absicht zu gefallen. Das muss verschwinden. Du setzt etwas Leichtfertiges, Flottes in deine Geste. Manchmal sorglos, zart, niedlich. Deine Augen wollen schelmisch sein. Sie wollen erweichen, sie wollen treffen, sie machen tausend Grimassen. Dein Kopf ist leicht. Dein Kinn im Wind. Du bedienst dich einer Art, die jung, galant und leichtfertig ist. Sprichst du Leute an, so wählst du einen gewissen Ton. Du verwendest eine bestimmte Sprache und das alles gewürzt mit witzigen und bizarren Einfällen. Oh, das alles ist für ein Mädchen von Welt sehr hübsch. Man betrachtet es als Gabe. So sehen es die Männer. Punkt aus. Aber hier musst du auf diese Vorzüge verzichten. Dieser kleine Mann würde sie nicht schätzen.
Er ist wie ein Mann, der immer nur schönes, klares Wasser getrunken hat. Wein oder Schnaps würden ihm nicht gefallen. Ich finde meine Gabe, so wie du sie schilderst, nicht mehr so hübsch. Gut, das ist, weil ich sie betrachte. Deshalb wirkt das jetzt lächerlich. Aber du bist auf der sicheren Seite, was Männer betrifft. Aber womit soll ich denn meine Frechheit ersetzen? Mit nichts. Lass deine Blicke so, wie sie sind, wenn du nicht kokett sein willst. Und halte deinen Kopf so, wie du es tust, wenn du nicht versuchst, leichtsinnig zu wirken. Und benimm dich so, wie du es tust, wenn keiner dich anschaut. Wir wollen es versuchen. Gib mir eine Probe deines Könnens. Schau mich an. Mach ein naives Gesicht. So? Ist dieser Blick so gut? Er braucht noch einige Korrekturen. Weißt du was? Du bist doch nur eine Frau. Glaubst du, dass mich das besonders anspannt? Das ist für Harlekin, nicht wahr? Persönlich. Aber der arme Junge, wenn ich ihn nicht liebe, werde ich ihn betrügen. Ich habe auch meine Ehre. Falls er dazu kommen sollte, dich zu lieben, wird er dich heiraten. Du wärst dann ein gemachtes Mädchen. Hast du noch Skrupel? Du bist doch auch, wie ich, nur die Tochter eines Dieners des Prinzen. So aber würdest du eine Grande Dame. Oh, jetzt ist mein Gewissen beruhigt. Und für den Fall, dass ich ihn heirate, da muss ich ihn nicht lieben. Adieu, sag mir Bescheid, wenn es losgehen sollte. Spazieren. Meinen Sie, lass sie mir gut tun, all diese Küsse, die Sie mir geben? Was ist schlecht daran? Ich würde dich vor deiner Mutter küssen. Bist du nicht Camilles Schwester? Bin ich nicht dein Bruder, wie ich der Ihre bin? Worte sind Worte und Küsse sind Küsse. Ich bin nicht sonderlich klug und das merke ich immer, sobald ich etwas sagen möchte. Die hübschen Damen wissen immer, was sie zu tun haben, je nachdem, ob man ihnen die rechte oder die linke Hand küsst. Deren Väter küssen sie auf die Stirn, deren Bruder auf die Wange. Und deren Liebhaber auf den Mund. Mich küsst jeder auf beide Wangen und es bekümmert mich. Wie schön du bist. Sie müssen sich deswegen nicht ärgern. Wie traurig Sie heute Morgen sind. Ihre Heirat ist also missglückt? Die Bauern im Dorf wissen noch, wie sie mich geliebt haben. Die Bäume und die Hunde auch. Aber Camille erinnert sich nicht daran. Und du, Rosette, wann heiratest du? Reden wir nicht davon, bitte. Reden wir vom Wetter, von diesen Blumen. Ja, reden wir von allem, was du willst. Von allem, was über deine Lippen geht. Mit ihrem wunderschönen Lächeln, bei dem ich mich voller Respekt verneige. Sie verneigen sich zwar vor meinem Lächeln, sie haben aber nicht sonderlich großen Respekt vor meinen Lippen, scheint mir. Sehen Sie, hier ist ein Regentropfen auf meiner Hand. Und doch ist der Himmel ganz klar. Mein Freund, so wie als Kind, so wie es war.
keinen. Also kann ich dir keinen Namen sagen. Doch ich glaube, dass es Männer gibt, die nur einmal lieben können. Wie oft kann ein ehrlicher Mann lieben? Soll ich jetzt fromme Sprüche klopfen? Oder kannst du sie selber runterleiern? Sag mir ehrlich, soll ich im Kloster bleiben? Nein. Also wäre es besser, wenn ich dich heiraten würde. Ja. Segnet der Priester das Wasser. Trinkst du es wie guten Wein? Nein. Segnet der Priester dein Haupt. Dann. Und sag, dass du mich für immer lieben wirst. Was dann? Sollte ich ihm glauben? Ja und nein. Was soll ich tun an dem schönen Tag, an dem du mich nicht mehr liebst? Nimm dir einen Liebhaber. Und wenn der mich auch nicht mehr will, sag mir, was soll ich dann tun? Nimm dir einen neuen. Wie oft? Ich weiß es nicht. Wie oft? Kamin. Wie oft? Hör auf. Wie oft? Bis deine Haare grau geworden sind und die meinen weiß. Von Louis im Kloster dort. Sie hatte das, was jede sich wünscht. War klug und schön. Sag mir, was richtig ist.
ran. Auf deine Art. Die Knie wund. Vom Knie vor namenlosen Frauen, die du geliebt. Über ihr Leid. Da lachst du nur. Hast kein Gefühl. Glaubst du nicht, dass man sterben kann? Trauriges Kloster zurückkehren und denkst, dass sie dich braucht? Und du wirst immer da sein im Kloster, weil du nie etwas anderes kennengelernt hast. Aber sie, Louise, wird sie immer für dich da sein. Wenn dann irgendwann ein Mann zurückkehrt zu ihr und reicht ihr die Hand, glaubst du, sie stirbt? Bitte nie dein Schlag, sei dein Lauf dem Dorf.
feige, verächtlich und wollüstig. Alle Frauen sind hinterhältig, gekünstelt, eingebildet, vorwitzig und verdorben. Die Welt nichts als eine endlose Müllhalde, auf der formlose Wesen sich winden und in Bergen von Unrat herumkriechen. Thank you.
Was meint ihr? Lass mich in Ruhe. Vielleicht sehr fromm. Sie schenkt Gott ihr Herz, aber
aber sie hat entschieden und bestimmt, dass sie mich in Verzweiflung zurücklassen wird. Das haben die beiden Freundinnen also vereinbart. Und zwar, bevor sie aus dem Kloster abgereist ist. Man hat also entschieden, dass Camille ihren Cousin wiedersehen wird, dass er sie heiraten wollen wird, dass sie ihn zurückweisen und dass der Cousin verzweifeln wird. Wie interessant. Eine junge Frau, die das Glück ihres Cousins dem lieben Gott opfert. Nein, nein, Camille, ich liebe dich nicht. Ich bin nicht verzweifelt. Ich habe keinen Dolch im Herzen und ich werde es dir beweisen. Ha, bevor du gehst, wirst du wissen, dass ich eine andere liebe. Hey du, geh zum Schloss und sag in der Küche, dass dieser Brief für Camille ist. Hat. Ich liebe dich, Rosette. Nur du auf dieser Welt hast nichts vergessen von den schönen Tagen von früher. Du allein erinnerst dich an das Leben, das nicht mehr ist. Nimm jetzt teil an meinem neuen Leben. Gib mir dein Herz, liebes Kind. Hier. Nimm dies als Beweis meiner Liebe. Sie geben mir ihre Kette? Schau, dieser Ring. Siehst du uns beide im Wasser, aneinander gelehnt? Siehst du deine schönen Augen neben meinen, deine Hand in meiner? Sieh, wie jetzt alles verschwindet. Schau, wie unser Bild verschwunden ist. Jetzt kommt es allmählich wieder. Das Wasser zittert noch. Geduld, wir werden wieder erscheinen. Da sind schon deine Arme in meinen. Bald wird es keine einzige Falte mehr auf deinem schönen Gesicht geben. Sieh. Diesen Ring bekam ich von Camille. Er wirft meinen Ring ins Wasser. Thank you.
schlimmer, weiß er nicht, was ich für ihn fühl. Kann er nicht hören, was sein eigenes Herz ihm sagt, dass er mich liebt. Was ist gelungen als Wahrheit? Ich weiß es nicht. Seine Liebe zu Rosette. Er wollte mir beweisen, dass er eine andere liebt. Trotz seiner Enttäuschung spielt er den Gleichgültigen. Liebt er mich wirklich? Bist du da, Rosette? Ja, darf ich eintreten? Hör mir gut zu. Macht dir Herr Pelikan den Hof? Ja. Was denkst du über das, was er dir heute Morgen gesagt hat? Heute Morgen? Wo denn? Spiel nicht die Scheinheilige. Heute Morgen, bei dem Brunnen, in dem kleinen Wald. Sie haben mich also gesehen? Arme Unschuldige. Nein, ich habe dich nicht gesehen. Er hat sehr schön gesprochen, nicht? Ich wette, er hat versprochen, dich zu heiraten. Woher wissen Sie das? Das tut nichts zur Sache. Glaubst du an sein Versprechen, Rosette? Warum sollte ich nicht daran glauben? Will er mich täuschen? Warum? Pelikan wird dich nicht heiraten, mein Kind. Warum? Ich weiß es nicht. Du liebst ihn. Armes Mädchen. Er wird dich nicht heiraten und ich werde es dir beweisen. Versteck dich hinter diesem Vorhang und komm erst, wenn ich dich rufe. Ich wollte mich rächen. Bin ich denn im Begriff, jemandem zu helfen? Das arme Mädchen. Ihr Herz ist gefangen. Guten Tag, Cousin. Wie hübsch du bist. Wen willst du verführen? Dich vielleicht. Ich bin untröstlich, dass ich zu deinem Rendezvous nicht kommen konnte. Wolltest du mir etwas sagen? Das ist eine ziemlich dicke Lüge für ein unschuldiges und frommes Lamm. Ich habe doch genau gesehen, wie sie uns hinter einem Baum belauscht hat. Ich wollte nur Adieu sagen, Camille. Aber nun scheinst du doch noch nicht abzureisen. Vielleicht mag ich gerne Diskussion. Vielleicht möchte ich mich noch einmal mit dir streiten. Wozu sich streiten, wenn einem die Möglichkeit, sich wieder zu vertragen, verwehrt bleibt? Die Freude des Streits liegt darin, Frieden zu schließen.
Bist du denn davon überzeugt, dass ich keinen Frieden will? Mach dich nicht über mich lustig! Ich habe nicht die Kraft, dir zu antworten. Ich wünschte, man würde mir den Hof machen. Ich weiß nicht. Ich habe Lust, mich zu amüsieren. Du hattest vorgeschlagen, spazieren zu gehen. Ich bin einverstanden. Fahren wir auch mit dem Boot. Heute Abend will ich auf einer Wiese essen. Vielleicht ist heute Nacht Vollmond. Das ist aber seltsam. Trägst du meinen Ring nicht mehr? Ich habe ihn verloren. Und ich habe ihn gefunden. Hier, Pelikan, nimm. Da ist er. Das ist mein Ring. Hast du ihn her? Steck ihn mir schon an den Finger. Du hast den Ring aus dem Wasser geholt? O Kamin, so wie einst gibst du mir diesen Ring. Doch warum? Er ist voll trauriger Erinnerungen nur an ein Glück, das verging. Spielst du mit mir, sorglos kokettes Kind? Warum gehst du und warum bleibst du hier? Du bist so schnell wie das Licht, das sich bricht in diesem Stein. Änderst du so schnell deine Farbe, dein Herz? Mit etwas Essig. Du wolltest mir beweisen, dass ich einmal in meinem Leben gelogen habe?
möglich. Ich bin es allerdings sehr kühn von dir, zu entscheiden, wann ich gelogen habe. Hilf mir lieber, ihr beizustehen. Wirklich grandiose Fatto, Amulette. Wann findet die Hochzeit statt? Sobald wie möglich. Ich habe bereits mit dem Priester, dem Notar und allen Bauern gesprochen. Also ist es wahr? Du willst tatsächlich Rosette heiraten? Selbstverständlich. Und was ist mit dem Gerede? Ich kümmere mich nicht darum. Es gefällt mir, dieses Mädchen zu heiraten. Diese Idee verdanke ich übrigens dir. Und daran halte ich mich. Muss ich das banale Zeug über ihren und meinen Stand wiederholen? Sie ist jung, hübsch und sie liebt mich. Es ist mehr als an meinem Brauch, um dreifach glücklich zu sein. Ob sie so geistreich ist wie du? Naja, es hätte schlimmer sein können. Man kann schreien oder lachen. Es ist mir völlig egal. Ich sehe da nichts zum Lachen. Es ist sehr gut, wenn du sie heiratest. Dennoch, eine Sache macht mir Sorge. Man wird sagen, du tust es aus. Oh nein. Doch, es ärgert mich wirklich für dich. Es schickt sich nicht für einen jungen Mann aus Enttäuschung zu handeln. Dann ärgere dich nur. Was mich betrifft, mir ist es egal. Aber wo denken Sie hin? Sie ist ein wertloses Mädchen. Wieso? Sie wird doch etwas lang geheiratet. Sie wird sie langweilen, bevor der Notar sich umziehen kann, um hierher zu kommen. Beim Hochzeitsessen wird es ihm übel. Und in der Hochzeitsnacht wird er die Hände und Füße abschneiden, wie tausend einer Nacht, nur weil sie nach Bratfett trägt. Aber nein, wenn eine Frau sanft und sensibel ist,
Frischkot und Schirn, dann kann man zufrieden sein, dann kümmert es einen nicht, ob sie Latein kann oder nicht. Ach, apropos Latein, es ist schon eine Schande, dass man so viel Geld ausgegeben hat, nur um es ihm beizubringen. Ja. 3000 Ecu verloren. Ja. Ja, man hätte sie lieber den Armen geben sollen. Das wird er schon besorgen, zumindest was die Geißarmen angeht. Ja. Wie lange wird dieser Scherz dauern? Was für ein Scherz? Deine Ehe mit Rosette? Nicht sehr lang. Gott hat aus den Menschen keine ewigen Geschöpfe gemacht. 30, maximal 40 Jahre. Oh mein Gott. Es wird mir eine Freude sein, bei deiner Hochzeit tanzen zu können. Herr Zucami, ich finde deinen Tod unpassend. Mir gefällt er nur zu gut. Dann gehe ich jetzt, weil ich davon genug habe. Gehst du zu deiner Braut? Ja, sofort. Dann reich mir deinen Arm. Ich will auch zu ihr. Da bist du, liebes Kind. Komm, begrüßen wir meine Mutter. Mein Herr, ich bin gekommen, um Ihre Gnade zu erbitten. Für meine Nähe. Und sei besorgt, ich werde einen Mann für dich finden. Das ist in der Tat nicht schwierig. Komm jetzt, Rosette, wir gehen ins Dorf. Ich finde es spaßig, dass man meint, ich würde dich nicht lieben, wenn ich dich heirate. Wir werden all diesen Leuten den Mund stopfen. Hier auf ihn warte.
Aber was soll das alles? Ich kann bald nicht mehr, meine Beine wollen mich nicht mehr tragen. Du hast nach mir gerufen, Camille? Nein. Nein. Aber Camille, du bist ganz blass. Was hast du? Wolltest du mit mir sprechen? Nein. Nein. Oh Gott, mein Herz. Der fatalste aller menschlichen Ratgeber. Was tust du zwischen diesem Mädchen und mir? Sie ist dort, blass und erschrocken. Sie presst ihr Herz und ihr Gesicht auf diese kalten und gleichgültigen Marmorplatten. Sie hätte mich lieben können. Wir sind wie füreinander geschaffen worden. Oh, Hochmut! Was hattest du auf unseren Lippen zu suchen, als unsere Hände sich vereinen wollten? Wer ist mir gefolgt? Wer spricht unter diesem Gewölbe? Bist du es, Perdikan? Ein schlechter Traum, erwachen wir nicht mehr. Die ganzen bösen Worte, die ganze Streiterei, die wie ein Wind des Unglücks geströmt zwischen uns zwei. So viel vertane Zeit, wer wollte wen betrügen, aus Stolz und Eitelkeit. Das Leben ist doch selber schon beinahe viel zu schwer. Mit
mit unseren Kindern spielen, ertrug man es kaum mehr. Oh mein Herr, das Glück ist eine Perle, die so selten ist, so tief im Meer. Du legtest sie so sanft in unsere Hand und wir verloren sie fast. Und wir zwei verwöhnten Kindern gleich spielten ein dummes Spiel mit deinem kostbaren Schatz, der Weg, der uns zusammen. Nur Gott sei Dank heute Nacht. So kann es sein, dass zum Leben erwacht. Sie, dies verlor, nur aus Liebe allein. Mit diesem Kuss hauch ich ihr Leben ein. Blut fließt zurück in ihr lebloses Herz. Steh auf, komm mit mir und vergiss deinen Schmerz. Alles zu Ende und alles beginnt. Die Liebe, ein Spiel nur, in dem keiner gewinnt. Wie dem auch sei, es gibt doch keine Wahl. Aus lauter Liebe spielen wir jedes Mal.